Einen wunderschönen. Ja, ich habe mir heute mal Verstärkung eingeladen. Jemanden, der sich, sag ich mal, in der Landschaftsfotografie mit auskennt. Der gute Marc von Grab Your Can. Setz dich. Ich habe mir mal ein paar Fragen mitgenommen. Vielleicht lernt ihr da auch noch was von. Viel Spaß bei diesem Video. Bevor wir dann anfangen, stell dich doch uns einmal ganz kurz mit ein paar Worten selber vor. Ja, ich bin der Marc. Ja, ich bin Hobbyfotograf und so ein bisschen spezialisiert auf den Bereich Landschaftsfotografie. Ja, auf meinem Kanal Grab Your Cam, da gibt es so Tutorials rund um die Fotografie, einfach damit man ein bisschen was lernen kann und auch mal so ein paar Mythen aufdeckt. Herzlich willkommen an der Stelle. Fange ich doch mal direkt mit der ersten Frage an. Wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen? Ja, die Fotografie ist bei mir gekommen im Prinzip durch Urlaube. Ja, angefangen mit einer kleinen Digicam, so die ersten Fotos gemacht, einfach von der Family und so weiter. Dann irgendwann die Lust daran verloren. Ganz unspektakulär. Letztendlich einfach, weil die Bildqualität irgendwie nicht so mitgemacht hat. Und dann habe ich irgendwann die erste richtige Kamera mal in der Hand gehalten, so eine richtige Spiegelreflex. Und das hat dann unheimlich Spaß gemacht. Ja, dann ging das Ganze los, erst mit Tierfotografie und dann immer weiter, bis ich dann irgendwann zur Landschaft gekommen bin. Gehen wir da vielleicht mal ein bisschen spezieller bei meiner zweiten Frage mal drauf ein. Wie lange fotografierst du jetzt schon, sag ich mal, mit vielleicht, sag ich mal, erste Begegnung? Wie lange ist das her und wie lange jetzt ein bisschen professioneller, sage ich mal, mit einer richtigen Kamera? Tja, also die ersten Schritte waren so 2008 eben mit der Digicam. Spiegelreflex, meine erste eigene, kam so 2016 mit dazu. Das war dann die Canon 7D Mark II und ab da hat es dann richtig angefangen Spaß zu machen, aber es hat noch ein paar Jährchen gedauert, bis ich mich dann professionell nennen kann. Also ich denke, ich bin immer noch Hobbyfotograf. Von daher. Ja. Aber passend halt zum Namen direkt die erste richtige Kamera dann. Gehen wir mal direkt, sag ich mal, du hast ja selber gerade schon gesagt, zur Landschaftsfotografie. Wie kam es denn bei dir zu der Spezialisierung? Also im Anführungszeichen Sinne Spezialisierung. Mhm. Ja, das war extrem merkwürdig eigentlich. Ich habe ja angefangen, irgendwie erstmal Tiere fotografieren zu wollen. Und das war so auch der Fokus, der halt irgendwie Spaß gemacht hat. Das Problem, was ich nur hatte, war, faszinierende Tiere, wo sieht man die meistens? Eher vielleicht so Richtung Afrika, Australien. Genau, und wenn man dann sich so eine Reise nicht leisten kann, zumindest am Anfang, dann geht man halt in den Zoo. Durchaus. Und da ist man natürlich extrem eingeschränkt, man hat irgendwie feste Bildwinkel so ein bisschen vorgegeben durch die Gehege. Ja, man hat natürlich auch nicht die freien Gestaltungsmöglichkeiten, die man sich so vorstellt. Und dadurch verlor das irgendwann an Interesse. Und bei der Landschaftsfotografie war es dann irgendwie so ein ganz natürlicher Übergang. Also Landschaften mag ich halt super gerne anzuschauen. Also das finde ich einfach sehr faszinierend. Und da hat man halt kreativ völlig die freie Kontrolle. Durchaus. Bei mir ist es auch immer so nebenher, wenn ich sowieso unterwegs bin. Und ich finde es aber auch gerade an der Landschaft immer so schön, wenn man irgendeinen guten Spot hat, dass auch viele Fotografen, die ich da kennengelernt habe, einfach diesen Moment einfach genießen können dadurch. Ja. Durch diese Panorama, sag ich mal, vom Sonnenuntergang oder dergleichen. Absolut, ja. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall traumhaft dabei. Einfach mal so ein bisschen zu entspannen und auch zu entschleunigen irgendwie. Das ist ja sowieso so eine Sache, was die Fotografie sehr gut kann. Durchaus. Gehen wir jetzt mal, sag ich mal, so ein bisschen in die Zukunft. Was sind so deine Ziele für die Fotografie? Ja, bei der Fotografie selbst natürlich irgendwie, dass man schöne Fotos macht, natürlich. Aber auch irgendwie immer mal wieder neue Techniken, neue Dinge letztendlich zu entdecken. Das ist so eine Sache, die mich auf jeden Fall reizt. Natürlich auch neue Orte, gerade jetzt im Bereich Landschaft natürlich. Und dann natürlich durch diese ganze Schiene rund um YouTube natürlich auch einfach dieses in den Kontakt treten mit anderen Leuten, so wie jetzt auch mit uns beiden, dass wir einfach so in einen Austausch gekommen sind. Das ist halt super cool. Ist bei uns natürlich auch, sag ich mal, sogar ein Vorteil, dass wir uns dadurch mehr oder weniger auch ein bisschen Zufall gefunden haben und dann regelmäßig so ein kleiner Austausch auch stattfindet. Ja. Was ich auch persönlich sehr feier. Ja, ich auch, auf jeden Fall auch.
Gibt es vielleicht irgendwelche Orte, wo du jetzt schon mal warst oder wo du mal hin möchtest, die du vielleicht schon mal fotografiert hast oder auf jeden Fall mal fotografieren möchtest im Bereich der Landschaftsfotografie? Ja, also tatsächlich waren wir schon mal in Bayern, jetzt tatsächlich schon zweimal. Und irgendwie ist so alles, was rund um Berge ist, irgendwie immer wieder faszinierend. Gerade landschaftlich immer wieder sehr interessant. Man hat sehr viele Ebenen irgendwie, die dabei sind. Von daher sind das auf jeden Fall Gegenden, die irgendwie immer wieder einen Reiz ausüben. Das Ding ist nur, die sind halt nicht hier so um die Ecke. Ja. Deswegen zieht es mich jetzt hier vor Ort eher dann so Richtung Küste, dass man dann sagt, okay, man nimmt irgendwie das Meer mit, die Häfen und so weiter. Vielleicht mal so gerade so eine Zwischenfrage. Bist du eher so der typische Bergmensch oder eher so Wassermensch oder Meermensch? Also so beim Urlaub ist es sehr unterschiedlich. Also wenn ich jetzt so in Richtung Entspannung gehen will, dann auf jeden Fall ab ins Meer. Aber häufig kombiniert man das dann irgendwie auch mit Kultur und dass man irgendwie dann noch mehr sehen möchte. Und dann ist es halt immer die Frage, ist das mehr ein Fotoausflug, ist das mehr ein privater Ausflug, einfach nur zur Erholung? Und dann kann sich das halt schon mal, Wenn sich das halt so überschneidet, ist es halt schwierig. Genau, richtig. Ja. Gut. Ja, weil wir ja gerade davon gesprochen haben, dass du gerne auch mal nach Bayern fährst, wie planst du denn zum Beispiel so eine Fotoreise dann? Ja, tatsächlich ganz unspektakulär eigentlich. Man guckt sich erstmal an, so, wo war man noch nicht, wo möchte man vielleicht nochmal hin und guckt sich erstmal eine Region bei Google erstmal an, dass man erstmal schaut, okay, was gibt es da überhaupt in der Region, was kann man überhaupt unternehmen und dann irgendwann, wenn das dann so ein bisschen mehr feststeht, was kann man sich überhaupt leisten, weil das ist ja auch ganz oft so ein Thema, was da ganz kräftig mit reinspielt. Dann gucke ich mir zum Beispiel bei Instagram mal an, was gibt es da so für Spots, was andere Fotografen da so mitgenommen haben und versuche dann irgendwie auch nochmal so Sehenswürdigkeiten, Guides oder ähnliches, die quasi abseits von diesen klassischen Touri-Spots irgendwie sind, ausfindig zu machen, dass man einfach nochmal so ein paar versteckte Perlen irgendwie nochmal mit reinnimmt und versuche mich dann irgendwie auf ein bis maximal zwei Spots pro Tag irgendwie auch zu beschränken, weil letztendlich sieht man vor Ort so viel, wo man dann irgendwie sowieso sich hingezogen fühlt und dann wird das ansonsten viel zu viel. Ich würde sagen, sonst stresst man sich da auch zu viel und man möchte das ja auch im Moment genießen. Genau, richtig. Wenn du jetzt, sag ich mal, so einen Fotospot hast, wo du vielleicht gerade bist, was macht da in dem Moment vielleicht ein gutes Bild für dich aus? Ja. Also abschließend. Ja, es ist ziemlich schwierig. Also es gibt auf der einen Seite, finde ich, so diesen ganzen, ich sag mal, künstlerisch-technischen Part. So von wegen, dass die Komposition irgendwie was hergibt. Ein ganz riesengroßer Faktor ist natürlich das Licht. Ganz klar, Sonnenauf, Sonnenuntergang macht natürlich sehr, sehr viel aus. Und dann gibt es aber auch noch so einen ganz anderen Faktor, und den weiß ich gar nicht, wie man den so in Worte fassen kann. So ein bisschen so was Spontanes irgendwie. Manchmal ist es ja so, dass irgendwie gerade der Vogel irgendwie vom Baum fällt, weil er irgendwie eine blöde Bewegung gemacht hat und zieht dabei eine geile Grimasse. Dieser spontane Wow-Effekt, ja, kann man es, glaube ich, relativ genau gut beschreiben, finde ich jetzt von meiner Sparte aus. Ja, und das ist dann halt irgendwie sowas, das kann man halt nicht planen. Ja, so, bei mir waren es die Fragen soweit. Wenn ihr jetzt noch irgendwie Fragen habt an den guten Marc, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vielleicht machen wir dann nochmal einen zweiten Part. Vielleicht, wenn ihr so allgemeine Fragen generell zur Fotografie habt, vielleicht beantworten wir die dann beide auch nochmal. Ich bedanke mich bei dir, dass du da warst. Wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Wir bleiben ja in Kontakt. Auf jeden Fall. Checkt auf jeden Fall nochmal seinen Kanal mit aus. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Jo, ciao.